Sie sind hier am Liebherr-Stand und um genau zu sein, am Liebherr-Stand zwischen dem Mining-Truck und dem Mining-Bagger. Ein Mining-Truck ist zunächst mal ein ganz großer LKW. Den setzen wir weltweit ein bei der Rohstoffgewinnung. Und er läuft in den großen Minen der Welt, also beispielsweise in Australien oder in Südafrika, aber auch in Nordamerika. Und wird eingesetzt, halt, um Rohstoffe zu transportieren, die von Grabgeräten abgebaut werden in den Minen. Der T264 ist neu und ist ein Truck, der in eine ganz prominente Klasse eindringt, in die 240-Tonnen-Klasse. Das heißt, das, was wir auf den Truck im Grunde genommen als Material draufschütten können und was der Truck dann transportieren kann. Und das sind 240 Tonnen. Wenn sich das so ein bisschen anschaulich vorstellen, 240 Tonnen, das sind sowas wie 200 große Pkw. Also das ist, glaube ich, schon sehr eindrucksvoll, wenn man sich vorstellt, dass da oben 200 Pkw drauf sitzen. In diesem Truck sind über 2000 kW installiert. Das ist natürlich eine enorme Motorleistung. Und wie gesagt, der fährt damit rund 60 Stundenkilometer. Jetzt mag man sagen, nun ja gut, 60 Stundenkilometer, mein Pkw, der fährt ja viel, viel schneller. Ja, das ist richtig. Aber der Truck lädt dabei, ich sag's nochmal, 240 metrische Tonnen und hat ein Gesamtgewicht inklusive der Zuladung von über 400 Tonnen. Der Truck ist dafür da, um das Material von der Abbaustelle dann zur Aufbereitung zu transportieren. Und beladen wird er durch große Hydraulikbagger oder aber auch Seilbagger. Eine Art von Hydraulikbagger sehen wir hier auch gerade nebenan am Stand. Und nachdem der Truck also beladen ist, das ist auch vielleicht sehr eindrucksvoll, fährt er mit rund 50 bis 60 Stundenkilometer mit dem gesamten Material dann durch die Mine bis zur Aufbereitung oder zu einer Abladestelle. Ja, das ist jetzt der Mining Bagger. Der Mining Bagger ist also das Komplementärgerät zum Mining Truck. Sprich also, der Mining Bagger ist dafür da, um den Truck zu beladen. Der Liebherr R9400, R heißt so viel wie Raupenbagger, 9400 gibt so einen ungefähren Hinweis auf die Größe des Gerätes. Und ja, ich sag's direkt, also der Bagger, der hat 350 Tonnen Dienstgewicht und ist ausgestattet mit einem Löffel oder einem Grabgefäß von 22 Kubikmeter. 22 Kubikmeter, das kann man sich eigentlich auch ganz gut vorstellen. 22 Kubikmeter sind rund 30, 35 Tonnen im Normal, die Sie da reinladen. Das ist also doch eine größere Anzahl von Straßen-Lkw, die Sie mit einem Löffel da beladen könnten. Die Bagger werden eingesetzt in den Minen der Welt. Länder sind hier für solche Bagger beispielsweise Australien, Indonesien, aber auch in Nord- und in Südamerika oder in Afrika, überall da, wo Rohstoffe abgebaut werden. Und das ist auch gar nicht begrenzt. Das geht über die Kohle, über das Gold, zum Eisenerz und alle anderen Rohstoffe, die im Tagebau abgebaut werden. Die Bagger werden für normalerweise so eine Größenordnung von 60.000 Betriebsstunden eingesetzt. Und wenn Sie sich vorstellen, der Bagger läuft am Tag rund 22 bis 23 Stunden, wird nur angehalten, um befüllt zu werden, ein kleiner Service dann am Bagger durchgeführt. Und ansonsten über gewisse Wartungsintervalle muss der Bagger vielleicht auch mal länger angehalten werden, aber trotzdem, der kommt im Jahr auf über 6.500 Stunden. Der Bagger ist ausgestattet mit 1250 Kilowatt, mit einem 50-Liter-Motor, also ein großes Auto hat 3 Liter. Der Bagger hat, wie gesagt, 50 Liter, verbraucht auch ein bisschen mehr Sprit als ein Auto. Rechnen Sie damit, der Bagger kann 24 Stunden betrieben werden und dafür haben wir einen Tank installiert, der fast 7000 Liter. Wie der Vergleich schon zum Pkw gesagt hat, der Bagger ist doch etwas teurer als ein Pkw. Wir reden hier von einigen Millionen Euro. Der hat einen Schaufel- oder einen Löffelvolumen von 47,5 Kubikmeter. In so einen Löffel oder so eine Schaufel können wir 80 Tonnen auf einmal laden. So ein Ladevorgang, wie wir sagen, oder Ladespiel, dauert im Allgemeinen etwas weniger als 30 Sekunden. Das heißt, ich weiß nicht, wer zu Hause im Garten vielleicht schon mal im Garten ein bisschen einen halben Kubikmeter oder einen Kubikmeter Erde, sagen wir mal 1,2, 1,3 Tonnen mit der Hand bewegen musste, der weiß, wie viele Stunden das dauert. Und wie gesagt, bei dem Bagger sind es 80 Tonnen in 30 Sekunden.
Wenn man sich also vorstellt, wie viel Diesel so ein Bagger verbraucht, dann ist natürlich die Frage nach alternativen Konzepten sehr, sehr wichtig. Nur vielleicht noch als Anmerkung nebenbei, der größte Bagger verbraucht ungefähr 500 Liter pro Stunde. Das ist natürlich deutlich mehr als ein Pkw. Also wie gesagt, deshalb sind andere Konzepte sehr, sehr wichtig. Solche Bagger werden nicht nur ausgeliefert mit Dieselantrieben, sondern auch mit Elektroantrieben. Das heißt also, der Bagger ist ausgerüstet mit einem oder zwei größeren Elektromotoren und danach ist es ganz einfach, wird ein Stecker hinten reingesteckt, der Stecker wird irgendwo an der anderen Seite in das Netzwerk reingesteckt und dann kann der Bagger mit elektrischer Energie betrieben werden. Der Elektromotor wiederum, der treibt Hydraulikpumpen an und über die Hydraulikpumpen wird hydraulisches Öl in Kreislauf bewegt. Dadurch wird Druck und Volumen erzeugt und damit werden die gesamten Aggregate im Bagger, also die gesamten Hydraulikzylinder oder Fahrantriebe, bewegt.